Roms Entführung. Ein Detektiv namens Mr. Ziegenbock ging nachts durch den Wald. Er hörte einen Schrei und rannte sofort dorthin, wo der Schrei herkam. Aber er sah nur, wie in der Ferne eine schwarze Gestalt etwas hinter sich herzog. Der Detektiv guckte auf den Boden und sah ein blutiges Messer und 1000 Bluttropfen. Am nächsten Morgen wollte das Pony zu seinem Freund Tom gehen, aber es war niemand zu Hause. Das Pony wunderte sich, denn Tom war immer zu Hause. Dann sah er, dass die Tür von der Wohnung aufgebrochen war. Pony ging zur Polizei und sagte, mein Freund ist verschwunden und seine Wohnungstür ist aufgebrochen. Der Polizist Mr. Scharfs fragte, ist er schon 24 Stunden vermisst? Das Pony sagt, ich habe es erst vor einer Stunde gesehen und mache mir richtig Sorgen. Bitte, Sie müssen Mr. Ziegenbock alarmieren. Mr. Scharf sagte, okay, ich rufe ihn an. Er wird um 3 Uhr bei Toms Haus sein. Ich bitte Sie, dass Sie auch dort sind. Okay, um 3, sagte das Pony und machte sich auf zu Toms Haus. Als es dort ankam, sah es eine schwarze Gestalt, die schnell in die Büsche sprang.